Moin, moin, liebe Hangucker, Freunde und Bekannte, hier ist der Boxcoach Ulla und heute ist wieder soweit. Heute ist Mittwoch, der 4.11.2020 und wir sind wieder live im Training. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, jedes Mal, wenn ich hier stehe, habe ich schon ein bisschen aufgrummeln, weil das nicht so einfach ist. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen. Ich glaube, es klappt, dass wir heute auch auf Instagram live das Training anbieten können. Also es ist wirklich toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mich sehr ermutigt und ich freue mich sehr, dass ihr mir die Chance gebt, über diesen Weg mit euch in Kontakt zu sein. Ihr seid großartig. Also für die Leute, die noch nicht so oft dabei waren, wir lassen keine Musik mitlaufen, weil die GEMA macht sich da immer so ein bisschen ja, nicht so gut bei uns im Hintergrund. Und wenn Musik läuft, kann das sogar sein, dass Facebook dann die Seite abschaltet. Gut, ganz kurz, beim Montagstraining waren schon die Ärzte, die festgestellt haben, der Coach hatte nicht seinen Schrubber, den habe ich jetzt besorgt. Der ist immer sehr, sehr sauber und er hat auch seinen Ascheimer. Ihr kennt das, ich zeige es nochmal, warum, wenn ich in den Trainingsraum reinkomme, dann trenne ich den immer von der Tür weg und dann mache ich die Tür zu. Das ist ja mein wichtigstes Arbeitsgerät und von daher, wenn ich den nicht habe, dann geht gar nichts. So, wir wollen auch heute ein bisschen was tun, aber nicht vergessen, holt die Kinder ran. Die Kinder können alle mitmachen in abgespeckter Version. Wenn wir 34 Liegestütze machen, können die Kinder zumindest versuchen, im Liegestütz zu stehen, etc., damit die auch heute Abend schlafen können. Und dann nochmal, nur als Info, was uns ja ganz wichtig war, wir haben tatsächlich einen Sender finden können und wir werden es schaffen, unsere Senioren zu bedienen, die jetzt nicht auf Facebook und Instagram sein dürfen oder können, weil sie es technisch nicht hinkriegen, YouTube etc., die werden auf alle Fälle über einen Fernsehsender bedient werden. Also wir sind am Ball, wir wollen das schaffen. So, hier ist der Olaf und jetzt geht das los. Wir wollen ein bisschen trainieren und ich freue mich schon, dass ihr mitmacht. Okay? Gut. Erstmal locker auf der Stelle bewegen. Ich mache mal eine Wahnsinnsuhr an. Ich vergesse das ja auch noch. Und ich hoffe, ihr seid alle da. Bitte mal melden, gebt ein bisschen bekannt, damit ich euch auch begrüßen kann. Wir bewegen uns locker, nehmt Tisch, Bänke, Sofa, Couch ein bisschen weg von der Seite und dann geht das los. Rechte und linke Schulter locker bewegen. Und bitte nicht so trampeln. Denkt dran, unter euch wohnt vielleicht noch ein paar Leute. Sehr schön. Nochmal kurz für die Yoga-Freunde. Am Freitag, das werden wir noch bekannt geben, wird unsere Yoga-Trainerin Kirsten mit ihrem Link euch Yoga anbieten. Schulter rückwärts kreisen. Um 17 Uhr möchte sie das anbieten, so wie es im Heinfach Sportcenter auch angeboten wird. Und wer Bock hat, ist natürlich gerne dabei. Übrigens auch für die Boxer mal was ganz Feines. Bisschen Dehnung, Stretching und den Körper schön durchkneten. Vorwärts die Schultern locker. Sehr gut. Hände an die Schulter, Ellbogen vorwärts kreisen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich werde bekloppt. Den ganzen Tag habe ich Urlaub. Wechsel. Und das geht mir nicht gut dabei, weil der Kopf kann mich ausschalten. Kann wirklich nicht so richtig entspannen. So, jetzt ihr macht bitte weiter, locker twistern und ich schau mal, wer das. Katrin, Lara, Antje, Nikolai, Natalia, Frank Cornelis ist da, der hat Geburtstag, der alte Mann, du, Alter, Schwede, Nora, Norbert und Lukas. Schön, dass ihr da seid. Yeah! Und locker twisten, beide Füße schulterbreit, schub zurück. Klasse. Fäuste am Jochbein, linke Faust schlägt gerade mit und der rechte Arm kreist vorwärts. Mal sehen, ob das klappt. Das ist nämlich die Gleitkoordination für den Kopf. Links gerade schlagen und rechts kreist vorwärts. Das heißt, wenn die linke Faust schlägt, dann ist der rechte Fuß vorne oder umgedreht. Und dabei kreisen wir weiter. Koordination, schön locker. Und jetzt arbeiten wir mit der linken Faust. Das geht gleich in den Kopf rein. Aufwärts, seitwärts und gerade mit. Aufwärts, seitwärts und gerade mit. Sehr schön. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Super.
Liebe Susanne, dort Instagram, sind die Leute da? Ja. Sehr schön. Denn auch alle Instagram-Freunde, schön, dass ihr da seid. Und vielleicht auch Leute, die mich noch gar nicht kennen. Ich bin der Boxcoach Olaf und habe einen in der Schüssel. Und wechsel linken Arm vorwärts, kreisen, rechte Faust gerade mitschlagen. In dem Moment, wo dein linker Fuß vorne ist. Mein Schatz, was hast du zu mir? Meine Frau redet auch mal mit mir. Sehr gut, danke schön. Lieber Frank Brückmann, du bist ein geiler Typ. Ich mag dich jetzt schon, ich liebe dich. Und ich brauche Komplimente, damit ich weitermache. Rechts aufwärts, seitwärts und gerade. Schön locker arbeiten. Es ist schon sehr, sehr skurril, was Corona so mit uns macht. Wenn ich mir vorstelle, vor ein paar Jahren, ich hätte das ja nie vor dieser Kamera getan, mit euch zusammen natürlich. Und die Arme beide vorne strecken. Sehr gut. Ich war gestern im Blockbräu. Und da habe ich ein riesen Blockbräu gesehen, was leer ist. Das sieht traurig aus. Liebe Grüße an die Blockgruppe. Das ist ja ein Sponsor und Unterstützer, auch vom Boxpool. Rechts vor, links zurückkreisen und kann nur sagen, die machen Bier to go. Das ist mal was ganz anderes. Finde ich toll. Wenn ihr Durst habt und Lust habt, frisch gezapftes Bier to go im Blockbräu. Ein bisschen Werbung von unseren Unterstützern, ist klar. Und Wechsel. Die machen sehr, sehr gute Arbeit mit uns zusammen und haben immer die Kinder im Fokus. Das darf man nicht unterschätzen. Und die Arme Seite mitnehmen. Das Gute ist, wir haben noch ganz, ganz viele tolle Menschen an unserer Seite, wie zum Beispiel Familie Konitschi mit dem Dubrovnik, die auch gerade in der Corona-Zeit ein bisschen am Limit stehen und nichts machen dürfen. Ihr macht bitte weiter, vorne die Arme ziehen vor die Brust. Ich guck mal, wer alles da ist. Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Emil, Sandra, Thorsten, Marc und Monika. Hallihallo. Nur mal Tischi vor euch alle. Und was haben wir jetzt gesagt? Was wollten wir machen? Ach ja, beide Arme vor die Brust ziehen. Genau, ganz wichtig. Im Wechsel Lack und Ellbogen zusammenstrecken. Wie gesagt, für mich ist das unbedingt wichtig, hier mit euch zu arbeiten. Und warum? Nach dem Training kann ich tatsächlich ein bisschen besser schlafen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht alle die Rübe voll haben mit irgendwas. Deswegen ist es gut, wenn wir es zusammen machen. Und Arme nach oben ziehen, locker. Schön strecken. Strecken Ellbogen zusammen, schön locker. Und nochmal, ich bin so stolz auf meine tolle Susanne, dass sie es hingekriegt hat. Wir machen für die Senioren kleine Videoclips, damit die nicht vergessen werden und mit uns in Kontakt sind. Das ist toll. Susanne, I love you. Und beide Vorsitzende lang stoßen, diagonal arbeiten. Konzentrieren uns. Kann ich mal ganz kurz sagen? Concentration und ein Like für alle, dass ihr da seid. Und jetzt, links gerade, rechts aufwärts, locker arbeiten. Deckung bleibt oben. Links gerade, rechts aufwärts und diagonal. Okay? Super. Jetzt rechts seitwärts mit. Links bleibt immer noch gerade. Sehr schön. Beide Hände lang und jetzt Wechsel, rechts gerade, links aufwärts, locker mitnehmen. Genau hinhören, bitte rechts, links nicht verwechseln. Und auch wenn ich mir spiegelverkehrt zu euch arbeite, kann sein, dass das manchmal irritiert. Dann müsst ihr schon ein bisschen konzentriert zuhören. Und ich kenne euch ja, ihr seid schwer ziehbarer Wechsel. Also, ich habe es nicht immer leicht mit euch. Seitwärts links mitnehmen. Sehr schön. Und beide Arme wieder lang. Sehr gut. Und locker testen.
Perfekt. Ich hoffe, euch ist auch schon ein bisschen warm. Schön vorsichtig, schulterbreit. Und jetzt nur den linken Fuß einen halben Schritt vor und zurück. Locker. Geht ein Stück zurück, ihr könnt euch besser sehen. In den Schritt hinein. Schulterbreit, Füße zeigen nach vorne. Diejenigen, die zum ersten oder zweiten oder dritten Mal dabei sind hier online, ihr macht euren Rhythmus. Wir haben hier drei Stufen. Anfänger oder Beginner, schon Könner und hier sind sogar bestimmt der andere Vollprofi dabei. Im Wechsel linke Schulter, rechte Schulter mit hineingeben in den Schritt. Und jeder macht es, wie er kann. Es geht darum, miteinander zu trainieren und nicht hier der Beste zu sein, der Gewinner zu sein. In dem Moment, wo ihr mitmacht, seid ihr schon Gewinner. Auf der Couch sitzen, Chips und Erdnussflips essen und nebenbei rauchen, das kann jeder. Aber mitmachen, das kann nicht jeder, weil das ist eine Kopfsache. Fäuste am Jochbein, Ellbogen nach vorne blocken. Und wie sagen wir immer, seit Wochen aufgeben ist keine Option. Wir sind dabei. Zack, zack. Sehr gut. Und jetzt bitte versucht mal, nur nach links zu meiden. Rüber geht zum Oberschenkel, nach links zu meiden. Schön locker meiden. Wenn einer geübter ist, dann macht das natürlich ein bisschen schneller. Ich mache es auch erstmal langsamer, wenn ihr das seht. Bein zurückziehen, wenn das linke Bein zurückgeht, kommt die linke gerade mit. Zack. Bap. Schön in den Stoß hinein. Sind nur leichte Erwärmungsübungen, nicht ins Gelenk schlagen. Geht nur um die Bewegung. Zack. Zack. Sehr schön. Auf den linken Oberschenkel. Super. Und jetzt aufwärts. Zack. Auf. Auf, sehr gut, macht ihr das. Alles sieht gut aus. Ich hoffe, dass ihr technisch sauber arbeitet und nicht schummelt. Seitwärts. Ich kenne ja so meine Pappnasen, einige, die dann zwischendurch die Schuhe zumachen oder nochmal einen Schluck trinken, sich aus der Rolle des Trainierenden raus. Stimmt. Ihr macht bitte weiter, ich gucke mal, wer noch da ist. Hannes, schön, dass du da bist. Lieber Hannes, mach ruhig mit. Und nur wieder meiden, meiden. Jetzt arbeiten wir mit der rechten Faust direkt in den Angriff hinein. Direkt hier genau reinarbeiten, gerade. Und beim Zurückziehen kommt jetzt die linke aufwärts mit. Zack, zack, sehr gut. Schön locker arbeiten. Immer dran denken, wer trainierter ist. Macht es halt eben schneller. Zack, zack. Sehr gut. Deckung bleibt oben. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller, damit es auch ein bisschen Dynamik hat. Einige denken, wer kleine Kugelflitzer war, der kann das nicht. Und jetzt ein bisschen schneller. Zack, 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 zack. Das kann man schon tun. Okay, und wieder locker. Und einmal entspannen. Sehr gut. Ja, nur mal kurz, wenn ihr da seid, für euch. Einmal, ihr seid super, großartig, mega gut, mehr geht nicht. Wahnsinn, wenn ihr das mitmacht, so wie es jetzt ist, mehr geht nicht. Wir bleiben dann locker stehen. Wir nehmen jetzt den rechten Fuß nach vorne, nur den rechten Fuß nach vorne, leicht 30 Grad nach außen. Und jetzt die Deckung umlassen und meiden nach rechts auf den Oberschenkel, etwas rübergehen, nach rechts rübergehen. Meine Mädels haben mir geholfen, die Eselsbrücke werde ich hier einfach mal anwenden, weil wir vielleicht Leute haben, die nicht wissen, wo rechts, links ist, weil die eben Rechts-Links-Schwäche haben, ist nicht schlimm. Es gibt eine Beifahrerseite und eine Fahrerseite und das ist jetzt sozusagen die Beifahrerseite. Das ist nochmal eine Hilfe, die man gebrauchen kann. Und beim Zurückziehen, wenn der rechte Fuß zurückgeht, kommt die rechte gerade geschlagen. Sehr gut. Super. Deckung bleibt oben, auch wieder. Jeder in seinem Rhythmus, der Ungeübte, weil das noch nicht so gut kann, macht das eben etwas langsamer. Die Könner sind schon mal in der Bewegung und der richtig gute Mann, der das schon kann, arbeitet zack, zack in die Bewegung rein und dann richtig schön dynamisch. Dann haben wir drei Stufen, das könnt ihr auch mit den Kindern so machen. Und jetzt aufwärts mitnehmen, locker, aufwärts. Sehr gut. Na, wer ist noch dazugekommen? Christiane, André Leit, Andrea, schön, ich grüße dich.
Und Leonie und Christina, sehr schön. André, ich hoffe, an der Schule läuft alles gut bei dir. Rübergehen und aufwärts mitnehmen. Dass die Boxschulmitarbeiter die Kinder gut versorgen und dass alles gut läuft. Das freut mich. Seitwärts. Zack. Zack. Sehr schön. Und wieder ein bisschen schneller in die Bewegung hineinkommen. Jawohl. Das wäre auch vielleicht das ein oder andere Video, wenn es überhaupt möglich ist, an der Schule mit den Kindern zu arbeiten. Vielleicht kann man das ein bisschen hinbekommen, kann man mal besprechen. Es geht darum, dass die Kinder eine klare Ansprache haben, dass sie wissen, dass sich jemand um sie kümmert und an sie denkt. Das ist wichtig. Und wieder gerade. Und jetzt etwas schneller. Zack, mein. Zack, zack, zack. Sehr gut, sehr gut. Und einmal wieder locker. Jetzt nehmen wir die linke Faust in den Angriff hinein. Diagonal den Schritt zurückziehen. In den Schritt hineingehen. Schulter sauber arbeiten. Beim Zurückziehen kommt jetzt rechts aufwärts mit. Aufwärts. Zack. Oh, Stefan, Ingo, schön, dass ihr da seid. Ich liebe euch. Schön aufwärts mitnehmen. Klasse. Schön sauber. Und denkt dran, Ingo und Stefan, das sind schon geübte Jungs. Die können schon ein bisschen schneller arbeiten. Ich kann das sehen. Und Ingo, lass mal die Deckung oben. Und Stefan, du natürlich auch. Geschlossene Deckung. Ich weiß ganz genau, dass du schon wieder so hängst hier mit den Händen. Super. Arbeit. Zack. Zack. Seitwärts mitnehmen. Jawohl. Meine Mädels hier. Nicht die Hände wieder aus der Hosentasche holen. Lass die Arme oben. Sehr schön. Und wieder entspannen. Klasse. Wow. Puh, mir schon warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Und denkt dran, ihr tut es für dich. Also für mich. Ihr tut es für mich. Sehr gut. Dass ich hier nicht so alleine bin mit euch zusammen, ist das ein anderer Wahnsinn. Klasse. Okay, ein bisschen entspannen. Gut. Beide Hände einmal nur anheben. Nur locker im Brustbereich hinein in den Rücken. Augenhöhe, schön sauber arbeiten. Bitte die Beine nicht durchdrücken, nur locker im Brustbereich reinziehen. So ein bisschen oberhalb die Verspanntheit, so ein bisschen rauslassen. Alles gut. Sehr schön. Schön ziehen. Wir machen eine Faust und machen weiter. Komm mal ein bisschen dichter, dann können wir uns in die Augen schauen. Herrlich. Schön ziehen. Schön im Brustbereich hineinziehen. Sehr gut. Und wir die Hände auf, locker ziehen. Schön strecken. Super. Und wieder Faust machen. Schön festziehen. Katrin braucht deinen Hilfe. Oh, Herr. Der Schweiß läuft. Okay, ihr macht bitte weiter. Ich werde einmal den Wischer nehmen, weil bei Katrin läuft der Schweiß. Und wenn sie jetzt hier wäre, wäre der Fußboden feucht nass. Und dann wäre ich wieder in Gange. So, bitte Katrin, ist alles sauber. Wir machen aber jetzt weiter. Nicht, dass jetzt jeder sagt, ich schwitze doll, ich muss jetzt nur noch wischen. Dann wird es schwierig. Okay, die Arme nach oben, rechts und links. Schön strecken die Arme. Lang machen, schön lang. Und wenn ihr mal darauf achtet, ich habe heute euer nettes Olaf-T-Shirt an. Oder besser gesagt, meins. Für die, die mich nicht kennen, ich bin's, der Olaf. Olaf ist der Trainer mit Herz. Herrlich, oder? Sehr schön. Und nach vorne die Arme strecken und das Bein stehen, nur lang ziehen, Schulter lang machen und strecken. Sehr gut. Super. Und wenn ihr jetzt darauf achtet, ich drehe mich jetzt extra einmal mit dem Rücken zu euch. Ich hoffe, dass es passt. Und es ist rechts, dann stehen wir auf dem linken Bein und links auf dem rechten Bein. Und dann arbeiten wir schon diagonal, um das zu verstehen. Wir werden jetzt die Stöße. So, und bitte nicht immer auf meinen Popo gucken. Das geht nämlich gleich los. Wir werden gleich den Pushi ein bisschen trainieren. Ihr wisst ja, schöner Po macht Olaf froh. Schön strecken. Zack, zack, zack. Und entspannen wir. Locker. Sehr gut. Gut, ich hoffe, ihr habt euer Handtuch dabei, habe ich gar nicht erwähnt, aber das ist ja, glaube ich, beim Training selbstverständlich. Einmal ein bisschen abwischen. Gut, jetzt arbeiten wir ein bisschen in den Rücken hinein. Schulterblatt stehen, ich stelle mich seitlich hin, um ein bisschen zu sehen. Beine, Füße nach vorne, Schulter breit, die Beine nicht durchdrücken, Bauch auf Spannung
und den Oberkörper gerade nach vorne 90 Grad anwinkeln. So, schön aufpassen. Und jetzt, wenn ihr jemanden habt, einen Freund, einen Partner oder die Kinder, dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen kontrollieren. Aber mein Problem ist, ich kann das jetzt gerade nicht tun. Okay, bleibt jetzt so stehen und die Arme bleiben so hängen. Und jetzt machen wir nichts anderes, als nur so zu hängen. Mehr wollen wir nicht machen. Der Rücken ist gerade, baut auf Spannung und bleibt hängen. Und das Interessante daran ist, man hängt da den ganzen Tag rum. Nur jetzt nicht so, ist ja klar, ne? Okay, und jetzt nur locker die Arme, 90 Grad, einmal schauen, nicht so, ne? Sondern außen schön halten. 90 Grad, ich stelle mich so ein bisschen schräg hin, damit ihr mich sehen könnt. Und der Rücken kommt nicht immer höher, sondern wir bleiben hier unten. Und wieder runter. Und jetzt nur locker aktiv, entspannt ziehen. Es geht jetzt nur um Kraft. In den Rücken hinein, locker arbeiten, Schultermuskulatur, sauber arbeiten, mehr nicht. Sehr gut. Bein hochziehen, ausatmen, nach unten einatmen. Okay, schön atmen und den Sauerstoff in den Körper pumpen. Sehr gut. Jetzt machen wir das Faust und ziehen weiter. Der Rücken bleibt so und es kann schon sein, dass unten die ersten Wirbel sagen, ole ole, was soll das? Schön arbeiten und ziehen. Wir verändern uns nicht. Schön, und jetzt arbeiten wir mit den Händen offen und etwas schneller. Zack, zack. Und dann merken wir schon, dass die Wirbel unten schon was tun. Das ist auch gut so? Okay. Die Rückentrainer sagt die Muskeln, Entschuldigung. Alles gut. Ich korrigiere, die Muskeln müssen die Wirbel halten. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Ja, das ist alles genau richtig. So soll es ja auch sein. Wir machen eine Faust und jetzt ein bisschen schneller. Zieh, zieht, zieht. Wir wollen nicht lügen oder Quatsch erzählen, sondern wir wollen sauber arbeiten. Wer jetzt aufhört, der macht 10 Liegestütze. Komm, und jetzt noch schneller. Zack. Zack, 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 zack. Und die Hände wieder auf und etwas schneller. So, so. Und dann merkt ihr schon, wie die Muskeln sagen, ey Trainer, hör auf mit mir, hör auf. Komm, 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 weiter, weiter, weiter. Zack, zack, zack. Und wieder eine Faust. Und Spannung in die Muskulatur anbringen. Komm, weiter, weiter, weiter. Aufhören können wir gleich. Auf der Couch liegen. Und entspannen wieder, locker. Hände Hüftbeuger und die rechte Schulter in die Knie reindrehen. Wechsel, zack, schön eindrehen. Nach vorne die Hände durchhängen, Beine durchdrücken und nur locker schön stehen bleiben. Fassen an die Ferse und ziehen uns in die Mitte und bleiben stehen. Beine sind durchgedrückt, die Damen und Herren. Und auch die Kinder natürlich. Und wenn wir die Füße nicht berühren können, dann fassen wir die Wade oder an die Knie, aber wir bleiben in der Spannung, die Beine sind durchgedrückt. Sehr gut. Atmen aus und ein bisschen dichter ziehen. Sehr schön, Beine sind durchgedrückt. Beine locker, einatmen und ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Und dann merken wir schon im unteren Bereich, dass wieder was getan hat. Mal ein bisschen auslockern. Frage an euch, habt ihr wirklich richtig mitgemacht? Dann bekommt ihr ein Like. Okay? Wenn nicht, dann bekommt ihr von mir, mal gucken, nur ein kleines Herz, weil ich euch trotzdem lieb habe. Sehr schön. Super. Gut. Wir bleiben wieder schulterbreit stehen, bitte. Die Füße feststehen, Knie nach vorne und wir gehen bitte mit dem Po 90 Grad runter und bleiben so stehen. Mehr brauchen wir gar nicht machen. 90 Grad. Die Knie nicht über die Fußspitze, sondern weg mit dem Popo. Und jetzt kommt meine Lieblingsübung. Die Übung, die meine Frau, meine Susanne, verrückt macht. Immer wenn ich dann im Badezimmer stehe und mir die Zähne putze,
Dann kommt die Susanne um die Ecke und sagt immer, oh, der Olaf hat aber schön Popo. Ist doch nicht der Kleine. Ich liebe schöne Pose. Okay, wir gehen runter, 90 Grad. Hemmel absetzen und die Knie ein bisschen rausdrücken. Und jetzt brauche ich euch, weil wir wollen im Po stehen bleiben. Nächstes Jahr Osterstraßenfest, da gibt es keine Stühle, da müssen wir mit Abstand stehen oder wir bleiben so sitzen. Hände nach vorne raus, gerade sitzen bleiben, ich drehe mich nochmal zur Seite, die Knie nicht nach vorne, nach hinten im Po und bleiben nur stehen. Mehr Arme auch nicht machen. Es ist so einfach, es ist so einfach und so bleiben wir stehen. Und jetzt, ich weiß, er hat gesagt ab, fassen wir nochmal den Po an und spüren ihn, wie schön rund er ist. Er ist total auf Spannung. Die Hände nach vorne raus und bleiben wir stehen, damit wir spüren, was wir trainieren. So, jetzt haben wir schon 20 Sekunden geschafft und wir bleiben so stehen. Einfach nur halten. Das können sich manche gar nicht vorstellen, dass wir das wirklich im Training machen. Aber jetzt ist es ja hier live und real. Auch im Trainingsraum, da ziehen wir es richtig durch. Nur da ist die Wechselwirkung mit euch natürlich etwas anders. Hier ist es einseitig und im Trainingsraum, da gibt es natürlich ein paar Sprüche zurück und da gibt es ein bisschen Interaktion. Also mir fehlt das natürlich klar, aber ich weiß ja, dass ihr da seid und deswegen danke, dass ich das mit euch machen darf. Noch 30 Sekunden. Boah, ja, 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 ja. Soll ich was sagen? Susanne guckt schon wieder ganz komisch. Ich sag euch das, heute Abend ist mein Abend. 115, komm, komm, komm. Wollen wir ein bisschen länger machen, was sagt ihr? Aber könnt ihr gar nicht drücken, ne? Kann man ein bisschen verlängern, was sagt ihr? Noch 30 für den Trainer? Ab jetzt, komm, wir machen einfach 30 noch für den Trainer. Hier, Daumen hoch und bleiben stehen. Arme gestreckt und bleiben stehen. Noch 25, nur für den Coach, okay? Und scheiß auf Corona, der Lockdown kann uns mal. Noch 15, komm, komm, komm. Boah, Susanne, was sagst du? Noch 10. Eieieiei. Und wollt ihr mal sagen? Noch 5, 4, 3, 2 und locker die Hände absetzen, die Beine langsam aufrollen und hochkommen und yeah. Soll ich aber sagen? Es ist wunderschön. Wenn ihr mitmacht, ne, wird alles gut. Mehr geht nicht. So soll es sein. So, einmal ein bisschen den Po, mal so ein bisschen kreisen, links rum, rechts rum, mal die Beine ein bisschen lockern. Jetzt haben wir die nächste Übung, die ist auch schön. Oberschenkel, das ist ganz wichtig. Ja, das ist schon ein schöner Po, wenn das Bein komisch aussieht. Also das Bein muss ja eine gewisse Form haben, sonst sieht das nicht gut aus. Natalia sagt, Alter, verweiter. Natalia, bitte sag das nicht zu mir. Wir ziehen durch. Okay, gut. Schulterbreit. Wieder. Schulterbreit. Linken Fuß nach vorne und nur locker. Füße nach vorne stehen. Schulterbreit. Ich sage nur umkippen. Und dann gehen wir 90 Grad runter. Eins. Lange zusammen. Und zwei. Ich drehe mich nochmal zur Seite, damit die noch nicht so Glück haben. Das Knie geht runter. Eins. 90 Grad. Bitte darauf achten. Das Knie geht nicht über die Fußspitze, sondern wieder runter. Zack, und wieder hoch. Und schön runter. Yeah. Und jetzt gehen wir mit dem Oberkörper ein bisschen mehr in die Beinkraft hinein. Und schön arbeiten, nach links, wirklich schön rübergehen, dass der Rücken gerade ist, dass wir wirklich hier reinziehen. In die Bewegung, sehr gut. Und soll ich aber sagen, die Übung machen wir eine Stunde. Dann gehen wir heute später ins Bett und können länger schlafen. Zack, schön arbeiten, komm, wir gehen runter. Yeah. Und noch mehr, komm, nur links, hat er gesagt, oder? Hat der Trainer gesagt, links und schön arbeiten, gemeinsam, runtergehen, ja. Yeah. Schön arbeiten, spürt das Bein und den Po, wir gehen immer schön in die Bewegung hinein, super. Alles wird gut, in den Rhythmus des Lebens, noch 30 Sekunden. Wupp, und runter, zack, und runter, komm, komm, komm. Ja, yeah. Und noch 15 Sekunden. Wahnsinn! Und komm runter! Jawohl! Da geht was! Runter! Zack! Und noch 10! Und runter! Zack! Und noch 5! 4! 3! Und
bisschen auflockern. Ich hoffe, euch ist auch warm. Denkt dran, beim Online-Training braucht ihr euch nicht anmelden. Normalerweise müsst ihr euch fürs Training anmelden. Online ist alles gut. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteile müsst ihr euch anmelden. Vorteile, ihr müsst nicht hierher, ihr könnt es direkt zu Hause machen. Nachteil ist, ich kann euch nicht sehen, nicht korrigieren. Ihr könnt schummeln, was ich hoffentlich hoffe. Und ich kann euch nicht sehen, das hilft mir. Mann, okay, Wechsel. Rechter Fuß nach vorne. Ich stelle mich nur hin. Auch wieder 90 Grad, linke Knie geht runter. Ziehen wir nach vorne. Oberkörper ein bisschen nach vorne und dann hochkommen. Eins und runter. Zack. Zwei, runter. Sehr gut. Schön in die Bewegung hinein, sauber arbeiten, konzentriert. Guckt bitte die Kinder an, dass sie nicht umfallen. Die sollen fünf Stück machen, das lang vorkommen. Und ihr macht genau so mit, weil ihr seid gut drauf. Alles, was älter ist als 16, 17, kann schon ein bisschen mehr machen. Darunter wollen ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Pumpen. Schön im Einpumpen spüren, was wir hier tun. Sehr gut. Bein, Rücken haben wir heute. Das merken wir heute Abend. Und eventuell merkt ihr es auch, wenn ihr die Treppe runtergeht. Hoch meistens nicht, aber runter. Immer schön. Sehr gut. Schön. Und noch Ullel. Das kippt der Trainer um. Und noch 15. 1, 2, 3. 4, 5, sehr gut, 6 und 7, 8 und entspannen. Die 15 waren auf die Sekunden. Nur, das war eine Denkung. Sehr schön. So, klasse. Nochmal, wenn ihr so durchzieht, ihr seid super. Wirklich wunderbar. Gut. Wir sind immer noch im Rückentraining. Einmal wieder die Beine entspannen, locker. Schulterbreit wieder stehen. Und wir gehen wieder langsam die Beine und wieder mit dem Rücken 90 Grad. Und bleiben stehen. Schön stehen bleiben. Aber jetzt sind wir schon etwas wärmer, jetzt gehen wir wieder richtig runter. Beine nicht durchdrücken, kann ich das sehen, ja, ne? Alles okay? Ja. Gut. Knie nicht über die Fußspitze. Und die Arme strecken nach vorne und dann gehen die wieder runter. Schön machen. Denkt dran, die Muskulatur, die Wirbel werden von den Muskeln gehalten. Deswegen wollen wir sie ansprechen. Und ein. Halten und wieder runter. Schön stehen. Halten, zack, und wieder runter. Schön, das ist nicht ohne. Und ein. Zack. Und wieder runter. Schön locker. Dreht mich ein bisschen, damit ich euch sehen kann. Und zack. Und wieder runter. Und eins. Und runter. Zwei. Und runter. Bitte nicht mehr höher kommen. Wir bleiben unten. Da kenne ich so einige Spezialisten hier bei uns im Kurs. Die sind schon fast stehen und man will noch einen Arm oder bringt nichts. Nochmal. So stehen bleiben. Und jetzt gemeinsam. Eins. Langsam runter. Zwei und langsam runter. Drei und vorsichtig runter. Vier. Langsam runter. Fünf und vorsichtig. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Und vorsichtig die Hände in Hüftbeuge, die Schultern lockern. Ausatmen, erst einatmen, vorsichtig und dann ausatmen, langsam wieder aufholen. Wirbel für Wirbel. Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Übung und wir wollen aufpassen, dass wir uns nicht verletzen. Deswegen lieber ein bisschen weniger. Wenn einer sagt, ey, du, ich kann noch, dann macht er fünf mehr. Das ist scheißegal. Macht es einfach. Ihr macht es für euch. Ihr tut es. Wo ist es? Tu es für dich. Da ist er, ne? Ganz wichtig. Ihr tut es für euch, ne? Alles klar. Gut. Letzte Übung. Machen wir wieder was im Bauch. Nehmt eure Matte oder eure
Handtücher, setzt euch genau auf den Fußboden nochmal. Letzte Übung. Und dann haben wir auch schon unser Training schon ein bisschen absolviert. Für die, die sagen, das ist nicht genug, gebe ich euch recht. Man kann immer mehr machen. Aber wir wollen hier alle erreichen und wir wollen gemeinsam trainieren und nicht alleine. Beide Füße anheben und bleiben so sitzen. Nur so sitzen bleiben. Ich drehe mich nochmal. Füße anheben und sitzen bleiben. Bauch auf Spannung. Rücken entlassen, nicht so ins Hohlkreuz gehen. Und bleiben sitzen. Wenn ihr das macht, ist alles super. Okay, drehen wir uns hin. Und jetzt nur das rechte Bein streckt und die Spannung im Bauch. Und wieder ranziehen. Und nur rechts. Eins, zwei. Eins und zwei. Nur locker. Und jetzt aber wir selbstständig nur rechts immer strecken. Schön lang und ran. Schön arbeiten, den Bauch spannen und wieder zurück. Ganz entspannt. Das ist ein bisschen Yoga-Boxen. Locker arbeiten, entspanntes Training und ihr habt die Möglichkeit im Hintergrund launchige Musik oder tolle Musik oder schöne Musik anzumachen oder am besten meine Musik. Ihr wisst, Funk and Soul, mein Frankie weiß das. Vielleicht können wir da auch noch was hören. Locker und halten. Jetzt linkes Bein streckt, wieder ranziehen und locker strecken. Yeah. Die Musik fehlt mir definitiv. Mit der Musik ist es nochmal ein anderer Rhythmus, da macht man deutlich mehr und auch lässt mehr Energie los. Aber das lässt sich hier leider nicht so umsetzen. Schade. Und schön strecken, links strecken, wieder ranziehen. Schön arbeiten. Sehr gut. Bauch spannend, ne? Nicht ins Hohlkreuz. Und beide Knie einmal festhalten. Aufrecht sitzen. Sehr gut. Beine strecken. Füße hochziehen. Schön hochziehen. Höher ziehen. Ausatmen Richtung Knie. Halten schön die Spannung. Legen uns bitte noch einmal auf den Rücken. Beide Beine angewinkelt. Hände am Boden. Und nach links vorsichtig. Und nach rechts vorsichtig die Knie ablegen. Langsam. Denkt an die Nachbarn. Denkt an die Kinder. An den Lebenspartner. Vorsichtig. Noch einmal vor. Zurück. Beide Knie zur Brust, den Rücken schön rund, sehr gut. Und dann stehen wir langsam auf, bitte dran denken, Wirbel für Wirbel aufrollen. Und noch einmal die Bitte an alle Teilnehmenden, wer fitter ist, wer gut drauf ist, kann immer mehr machen. Ihr müsst nicht das machen, was ich mache. Ihr könnt doppelt so viel machen, ihr könnt das ganze Training nochmal hintereinander trainieren und dann geht das richtig ab. Nicht wegen mir, sondern für euch und es langt. Wir wollen alle gemeinsam trainieren. Ich übergebe jetzt einmal an die Susanne, einmal ein großes Like, die alle mitgemacht haben. Susanne wird jetzt mit euch nochmal einen Cooldown machen, das ist ganz wichtig. Ein bisschen Stretching und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Erstmal an die liebste Susanne. Hi. Holt euch bitte eine Matte oder eine Unterlage. Und ich habe euch heute ja viel Rücken und Bauch gemacht, also wir wollen auch diese ganze Region jetzt ein bisschen dehnen. Und wir fangen mal an mit einem Ausfallschritt. Ihr nehmt das rechte Bein vor, zieht das linke Bein zurück, stellt die Ferse in den Boden und lasst das Becken so ein bisschen nach vorne kippen. Das vordere Bein beugt sich dadurch. Ihr spürt einen Zug hier über die Hüftbeugmuskulatur, über den Po-Ansatz hier bis in die Wade. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist super und ihr spürt nicht so viel, dann kippt ihr leicht das Becken. Das heißt, ihr schiebt hier weiter. Das heißt, als ob ihr das Becken hochziehen würdet. Dann habt ihr noch mehr Zug drauf. Und haltet.
Ferse bleibt, das hintere Bein bleibt im Boden. Und wer mag, gibt noch ein bisschen nach. Vergrößert den Schritt. Und hält. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Wie es euch angenehm ist. Das lösen wir, Schritt auf. Wie immer vergleichen wir mal beide Seiten. Und wechseln auf. Dann wieder um. Ausfallschritt nach hinten. Ferse in den Boden. Das andere Bein steht vor, gebeugt. Und ihr zieht wieder das Becken nach vorn. Packt den vorderen Oberschenkel über die Hüfte. Ansatz im Rücken bis in die Wade. Auch hier wieder 20, 30 Sekunden halten. Atmet dabei tief und ruhig. Spürt die Dehnung. Ihr macht das bestimmt super, auch wenn wir euch nicht sehen können. Sehr schön. Lösen. Ausspülen, vergleichen wir. Ich drehe mich wieder um, damit ihr besser gucken könnt. Ihr müsst euch natürlich nicht immer umdrehen. Wir machen wieder einen Ausfallschritt. Wir gehen ein wenig nach vorn, also mit unser Gewicht nach vorn. Spüren jetzt die Ferse deutlicher. Also die Ferse, die Wade, die Wadenmuskulatur. Ferse bleibt im Boden. Ihr spürt die Wade. Spürt aber auch so ein bisschen hinter Oberschenkel. Genau. Völlig groß. Und lasst euch mal so ein bisschen in die Bewegung fallen. Sehr gut. Dann kommt ihr ein bisschen zurück. Nehmt die Ferse hoch und dreht jetzt die Ferse gleich nach innen und setzt wieder ab und geht nach vorn. Ihr werdet jetzt spüren, dass die Wadendehnung sich verändert. Zieht so ein bisschen nach innen. Das haltet ihr. Schon gerade bleiben, Schultern tief. Lasst euch nicht fallen, auch wenn ihr vielleicht schon erschöpft seid. Wieder zurückkommen mit dem Gewicht. Den Fuß drehen und leicht nach außen, gerade als Ferse leicht nach außen. Auch hier absetzen, ihr werdet spüren, dass die Dehnung sich wieder verändert. Gebt mal ein Feedback, ob das wohl ankommt oder ob das man das erklären soll. Oder noch bitte? Das lösen wir auch. Ich drehe mich wieder, ihr müsst euch natürlich nicht drehen. Seitenwechsel. Ferse, bei mir ist es das rechte Bein. Abstellen. Wadendehnung schon nach vorne, kommt erstmal halten. Wade wird gedehnt. Also richtig die Ferse in den Boden drücken. Klare Spannung in der Wade. Wenn ihr die Dehnübung macht, gerne 20 Sekunden mindestens. Wenn nicht noch länger, lieber 30. Nehmt euch Zeit dafür. Ganz Gewicht wieder nach hinten verlagern, hochkommen, den Fuß erstmal leicht nach außen drehen, absetzen und hier wieder die Wade spüren und auch spüren, was sich verändert und ob sich was verändert. Aufgerichtet bleiben. Auf, komm wieder hoch, Gewicht verlagern, jetzt nach innen leicht die Ferse und wieder absetzen. Jetzt ist die Innenseite gefordert. Macht das langsam, gerade das Drehen mit der Ferse, weil ihr euch natürlich nichts reißen oder zerren sollt, also ganz vorsichtig und auch das Absetzen sehr vorsichtig und langsam. Also in die Bewegung reinarbeiten, rein dehnen. Sehr schön, das lösen wir auf. Außerdem auch schon im Spülband auch warm, die müssen jetzt warm sein. Und hat sie auch ordentlich erwärmt. Dann gehen wir in einen Ausfallschritt wieder, nehmen euch aber jetzt die Ferse nach oben. So, jetzt haben wir hier ein bisschen rum. Beugen das Knie und kippen die Hüfte. Ihr habt die Dehnung jetzt ganz stark in den vorderen Oberschenkel. Und dann geht ihr tief. Es ist jetzt keine Kräftigung. Also ihr sollt nicht das, was ihr gerade gemacht habt,
diese Bewegung, sondern ihr sollt nur so ein bisschen reingehen und die Dehnung spüren, die hier entsteht. Wieder vordere Oberschenkel über die Hüfte und Po-Ansatz. Po. Halten. Schön aufrichten. Und wer jetzt sagt, wow, das ist ganz easy, nimmt mal den Arm nach oben. Also ich habe jetzt das linke Bein hinten, den linken Arm nach oben und geht so ein bisschen nach hinten, biegt euch in die Dehnung. Spürt mal den Zug, der entsteht. Und das hat nicht gemacht, sonst hat es geknallt, ich bin mal so glücklich. Super, ein Quatsch. Und Wechsel. Wir drehen uns wieder. Sprich, ich drehe mich wieder. Bewegung. Außerschritt. Beugen, schön vorbeugen. Hier den Zug spüren. Tief gehen. Vorrücken. Einsatz. Erstmal halten und nach vorne ziehen. Und wenn ihr sicher steht, guckt, wenn ihr schon so 20 Sekunden gedehnt seid, geht der Arm noch mit und ihr beugt euch ein wenig nach hinten. Tief atmen. Im Notfall haltet euch an einem Stuhl oder Tischkante oder Sessel fest. Nicht, dass mir noch jemand hier die Wohnung abräumt. Und lösen. Ausschütteln. Jetzt kreuzen wir die Beine, also die Füße, und rollen uns nach vorne. Der Rücken ist gerade und wer mag, federt ein bisschen. Spürt den hinteren Oberschenkel. Und ihr mögt dann langsam fallen lassen. Macht euch weich. Sehr schön. Und den Flügel aufrollen. Jetzt habt ihr von mir. So, Wechsel. Ausschütteln. Und die andere Seite. Rüber das Bein. Erstmal gerade runterkommen. Nacken lang lassen, aber nicht überstrecken, auch nicht runterziehen. Langer, gerade Nacken, wer mag, darf ein bisschen mit Lippen, hat das noch Gefühl. Und so könnt ihr noch rund machen, rein und dann auch hier ein bisschen nach. Langsam Wirbelsäule aufrollen. Super. Stabil stehen. Nochmal kreisen. Dann bin ich soweit fertig. So. Bis zum nächsten Mal. Liebe Susanne, würdest du bitte aufholen? Also, hier herrscht Ordnung. Noch einmal ein Riesen-Like an euch, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir bemühen uns, einen Rundum-Workout anzubieten. Bitte, wenn ihr sagt, das langt mir nicht, macht mehr daraus. Es ist nur ein Angebot. Wir freuen uns, euch was anbieten zu können. Wir freuen uns auch, dass jetzt der Sender eventuell für die älteren Damen und Herren zur Verfügung steht. Also es läuft alles in die richtige Richtung. Wir sind da, ihr seid da und gemeinsam kommen wir gut durch die Corona-Zeit. Am Freitag gegen 17 Uhr wird Kirsten, unsere Yoga-Trainerin, dann dieses Yoga-Angebot über Zoom, glaube ich, wird das laufen. Da müssen wir dann einen Link und mit Passwort und so etc. Das setzen wir noch auf die Facebook-Seite, Internetseite, dass ihr da rankommt. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, nutzt ihr das. Wir werden weiterhin Montag, Mittwoch und Freitag 18 Uhr für euch da sein. Dieses Plattform bespielen mit euch gemeinsam an uns, an euch, an mir arbeiten und das ist ganz wichtig. In diesem Sinne erstmal, ihr seid super und noch einmal, ich habe euch ganz doll lieb, ihr seid spitze, kommt gesund durch die Pandemie und ich wünsche euch weiter viel Erfolg. In diesem Sinne, tschüss.